Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir mit Einhorn im Hintergrund. Mit unserem Einhorn, das normalerweise im Pool schwimmt, aber ist ein bisschen kühl gerade noch, um im Pool zu schwimmen. Deshalb ist Einhorn hier auf der Couch. Aber ich wollte mich mit dir nicht über das Einhorn heute sprechen, sondern mir ist heute nochmal bewusst geworden, was sich wirklich so alles verändert hat. Also immer wieder auf ein Neues jeden Tag dankbar zu sein, dem eigenen Herzen zu folgen und wie krass es tatsächlich ist, wenn man seinem Herzen folgt, wenn man dem Ruf seiner Seele folgt, sich den Seelenberuf auch kreiert hat und wie frei man dann ist. Wir haben heute Morgen so nach unserem Strandspaziergang gemütlich gefrühstückt und das ist jetzt ein besonderer Tag heute. Ist ja, was haben wir heute? Heute mal Mittwoch. Ist eigentlich so Normalität, ganz normal. Gefrühstückt, schön gemütlich und ja, dann gab es so ein paar Dinge, die ich am Computer dann gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal noch ins Städtle fahren. Da gibt es ein Hotel, da will ich schon so lange hin. Eigentlich wollte ich auf die Rooftop-Bar. Und ich habe auch gedacht, um die Zeit ist da auch die Sonne da oben, Rooftop. Aber die machen erst um 18 Uhr abends die Dachterrasse auf. Also sind wir dann unten, also in der Lobby, daneben dran, in das Café, Restaurant, was da einfach so in dem Hotel für auch außerhalb der Hotelgäste zur Verfügung steht. Und da stand ein Billardtisch im Nebenraum. Da habe ich gleich gesagt, hey, das wäre doch mal was, Billard zu spielen. Wann haben wir zum letzten Mal ein Billard gespielt? Ich glaube, mein Mann und ich, ist schon 10, 12, 15 Jahre her, irgendwann mal auf Mallorca oder so, wo wir Billard gespielt haben. Und haben wir dann auch tatsächlich gemacht, hatten total viel Freude. Ich weiß nicht, was für eine Uhrzeit es war, 12, 13 Uhr ungefähr. Haben ein Billardspielchen gemacht und ja. Und ich habe so gedacht, mein Gott, mitten in der Woche, Mittwoch, über Mittag, sitzen wir jetzt einfach hier in diesem schicken Hotel, trinken was und spielen Billard. Und das Sinnige ist, dass unsere Tochter beim Billardspielen noch gesagt habe, wie sinnig das ist. Heute Morgen habe ich noch gedacht, ich habe schon lange kein Billard mehr gespielt. Das hatte sie in dem Moment nicht erzählt, nur das siehst du mal, wie der Gedanke im Vorfeld schon da war, bei ihr, ohne dass jemand von uns wusste, dass wir da heute in ein Hotel fahren, wo wir Billard spielen, weil da im Nebenraum ein Billardtisch steht. Und wir hatten so viel Freude und Spaß mit Billardspielen. Und haben da eine schöne Zeit verbracht. Und da ist mir mal wieder mehr bewusst geworden, in welchen, ja, in welcher Geliebtwerdenfalle wir sind, wenn wir so, wie das einfach bei der Masse immer noch üblich ist, und bei mir ja früher auch, zwischen 7 und 8 irgendwo am Arbeitsplatz zu erscheinen, 8 Stunden da zu hocken, ob man was zu tun hat oder nicht, aber die 8 Stunden, die müssen abgesessen werden, wie auch immer. Einmal im Monat kommt Geld aufs Konto, dann dürfen wir schauen, wie wir 30 Tage lang mit dem Geld auskommen. Und dann geht dieses Hamsterrad so weiter und so weiter und so weiter, bis dann irgendwann die Rente erreicht ist. Warum kommen wir überhaupt auf die Idee, an Rente zu denken, in Ruhestand zu gehen? Doch nur, weil wir unser Leben lang Dinge machen, die gar nicht unserem Selbst entsprechen, die gar nicht dem entsprechen, was uns Freude macht, was uns morgens wirklich voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt. Wenn man mir jetzt sagen würde, du darfst nur noch 2 Jahre das machen, was du machst, dann musst du in Vorruhestand oder in Ruhestand gehen oder in Rente gehen. Das wäre doch eine Strafe.
Und Wahrheit, das ist bei dir genauso, wenn du tagsüber die Dinge machst, die dir Freude machen, die dir Spaß machen und du zudem dann auch noch zum Beispiel an einem Tag so viel auf deinem Konto an Geldenergie fließen lässt oder empfängst, wie du bis eben vielleicht das ganze Jahr dein Jahresgehalt, deinem Jahresgehalt entspricht. Das sind alles Dinge, wo ich früher gedacht habe, wow, hätte ich gerne, wenn ich das von anderen gehört habe. Sei es hier auf Facebook, sei es auf dem YouTube-Kanal. Da hatte ich immer ja, ich sag mal, Vorbilder oder andere beobachtet, die solche Dinge geschrieben, gepostet, davon erzählt haben. Ich habe immer gedacht, wow, wie cool ist das, will ich auch. Das war so mein Motor, mich auf den Weg zu machen, wirklich frei zu sein, auch finanziell frei zu sein, meine Zeit frei einteilen zu können. Und wenn, wie heute, was eigentlich so normal ist, ja für uns auch als Familie, qualitative Zeit miteinander zu verbringen, und das zu machen, was uns wirklich Freude macht. Und sei es ganz überraschenderweise am helllichten Tag, wie man so schön sagt, überraschend irgendwo hinzugehen, weil da ein Hotel ist, was uns schon so lange angesprochen hat. Und heute haben wir gesagt, heute gehen wir da mal hin. Auch wenn die Rooftop-Terrasse geplant war, die erst abends aufmacht und wir dann da unten in diesem Café-Restaurant landen und da einfach mal Billardspielchen machen und Freude und Spaß haben. Dinge, von denen ich vor nicht allzu langer Zeit geträumt habe, die jetzt so ganz normal sind, die einfach zur Lebenswirklichkeit geworden sind. Das ist das, was dich erwartet, wenn du dich dann mal dann wirklich dafür entscheidest, auch die Klarheit zu bekommen, was entspricht deiner Seelenessenz. Was entspricht wirklich deiner Mission? Warum bist du wirklich hier, wenn du diese Frage mal ganz klar hast und dann daraus deinen Seelenberuf kreierst? Und daraus dann eben natürlich auch resultierend ganz viele Geldthemen einfach mal auf ein anderes Level bringst, sprich in die Heilung bringst, dich auch öffnest, dass nicht nur einmal im Monat Geld auf dein Konto fließt, wo du 30 Tage lang dann mit Summe X auskommen musst, jedes Mal, wenn du Geld überweist oder Geld abhebst oder ausgibst, das dann anschließend weniger ist. Was wäre, wenn das alles auch für dich jetzt mal geändert werden könnte oder würde, wenn du dich dafür entscheidest, dass du dein Jahresgehalt zum Monatsgehalt machst oder zum Tagesgehalt zum Beispiel? Ich weiß, Geld ist nicht alles, aber es lebt sich schon irgendwie entspannter, wenn Geld einfach wie ein Partner immer an deiner Seite ist. Wie ein Partner, den du magst, den du liebst, der dich liebt, einfach immer da ist. Das erleichtert einfach vieles. Und wenn du dann zudem noch morgens aufwachst und genau weißt, wow, was für ein toller Tag erwartet mich heute, vielleicht auch erstmal überlegst, was ist heute für ein Tag? Ist heute Sonntag? Ist Samstag oder ist Mittwoch oder was, keine Ahnung. Eines meiner Sätze, die lange Zeit auf meinem Mission Board waren, nicht nur, dass jeden Tag Geld auf mein Konto fließt, sondern auch, ich erschaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr brauche, weil ich einfach einen Dauerurlaub im Konto genommen bin. Das sind Dinge, die dich erwarten, wenn du dich dafür entscheidest. Und wenn du das möchtest, dass du sagst, hey, will ich auch gerne, habe mich bis eben nicht getraut, da mal Kontakt aufzunehmen, dann schreib mir gerne eine PN, ich lasse dir mehr Informationen zukommen, lass uns da gerne mal über Details sprechen, über einen Messenger oder über Direktmessage, Message und dann, ja, entscheide dich dafür. Es hat auch seinen Sinn, dass du dir's hier jetzt anhörst, dass du mich hier gefunden hast, dass du mir folgst. Das sind ja Instanzen in dir, die auch denken, ja, das hätte ich auch gerne, so ein freies Leben. Und das ist möglich, nur du darfst dich dafür entscheiden. Alles andere, wenn du dich dann auch entscheidest zu sagen, yes, lass uns durchstarten, machen wir dann gemeinsam. In diesem Sinne, du hast die Wahl. Wie entscheidest du dich?
Vielleicht heute Abend noch oder morgen früh, wenn du das Video siehst oder vielleicht nochmal siehst. Es ist so viel mehr für dich möglich im universellen Feld. Du darfst nur die Tür öffnen und dich mal dafür entscheiden. Ich bin auf jeden Fall an deiner Seite, wenn du es möchtest. In diesem Sinne, schreib mir gerne PN für mehr Informationen. Und ja, dann lass uns durchstarten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich freue mich auf dich.